Dann schwinge ich mich mal weiter. Ich bin fast wie Spider-Man. Nur weniger awesome. Achso, das ist Sam. Wie ist er auf einmal da hingekommen? Das hab ich mir nicht eingeschätzt. Chef, ich seh sie! Ja, ja, ja. So. Oh, nö? Der ist hinter sich. Bin da. Alter, geh wo du wohnst. Shit. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Wo ist eigentlich der Gegner? Da. Hat das hinter sich? Er hat es hinter sich. Die schießen einfach von überall, ne? Ist ein Traum. Geh doch mal in Deckung. Oder halt auch nicht. Ist mir auch egal. Aua. Jo. Ja, genau. Es war irgendwie abzusehen. Es waren jetzt zu viele Gegner aus zu vielen Richtungen. So. Und weg. Moment? Nein, nein. Nix Moment. Nein, ich bin nicht da. Hat aber gedauert, bis er mich gesehen hat jetzt. Alter, lass das. Wow. Nimm mal das Ding. Alter, geh weg. So. Kommt der gleich noch da um die Ecke? Siehst du, sag ich doch. Wo? Alter, lass mich los! Von wo da hinten schießt dann die ganze Zeit noch einer? Da. Aus dem Gebüsch. Ein Pokémon aus dem hohen Gras hier. Wo denn? Wo denn genau? Ich sehe es nicht, ich spüre es nur. Okay. Haben wir's? Haben wir's. Das war's. Fürs Erste. Gehen wir weiter. Ich bin ja schon dabei. Haben wir vielleicht hier hin? No, 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 no. Blöd. Zumindest müssen wir die nochmal alle machen. Aber wie sind wir plötzlich hier hingekommen? Ach so, das ist hier in dem Haus. Okay. Ich wollte schon sagen, willst du nicht oder was? So. Na gut. Ich komme ja schon. Danke. So, nü? Vorsicht, da geht's tief runter. Ja, ja. Ja, ich seh's. Kannst du da nicht? Doch. Hätte ich mich auch gewundert, wenn nicht. Okay. Okay. Oh, oh, Mist! Pass auf, wo du hintrittst. Ganz schön heftig. Ja. Findest du? Okay. Und jetzt? Da ist eine Leiter. Nehmen wir die. Die Leiter ist in der Mitte kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Ich wollte schon fragen, ist das das eine Gebäude, das wir suchen, oder ist das nochmal ein anderes? Nee, warte. Hier vielleicht hoch? Ja. Wie geht's dir da hinten? Ist eine super Aussicht. Fast geschafft, Sam. Okay.
Kann ich jetzt hier wie bei Assassin's Creed hier so toll runterspringen? Nein? Okay. Da kann ich mit dem Seil ran. Das ist das Gebäude, ne? Da müssen wir hin. Da sind wir ja fast da. Das ist ja schön. Relativ ruhig hier, keine anderen komischen Söldner und so. Geht also. Kann man machen. Okay. Was jetzt? Mach einfach, was ich tue, okay? Genau, so wie immer. Einfach so das tun, was ich mache. Ups. Gar nicht waghalsig oder so. Was haben wir denn da? Ein Schatz. Ein Schwein. Großes Bronzewildschwein. Ach so. So, nö. Das soll Sam jetzt auch machen, ja? Auch so ein Bronzewildschwein einsammeln irgendwie. Hier geht's gar nicht irgendwie weiter raus. Das heißt, hier brauche ich gar nicht weiter gucken. Ist zwar doof, ist aber so. Da kann ich nochmal irgendwo mit dem Haken ran. Wenn wir darüber kommen. Also alles, was du tust. Ja, so in der Art. Nur nicht sterben. Ist ein bisschen uncool. Macht man nicht so. Cool, Ratten. Beim Piraten jetzt. Ist ja beim Piraten damals die Pest ausgebrochen oder was? Und die Lemuren sind gekommen und haben sie fertig macht oder so. Keine Ahnung. Es gibt ja auch nirgendwo hier so zahlreiche Leichen. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Vielleicht hatte Libertalia einen Finanzausschuss. Ja. Vielleicht haben die Steuern gezahlt. Wer weiß? Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Gucken wir mal auf der anderen Seite. Kommen wir auch nicht durch. Verdammt. Was machen wir dann? Sieh dir das Material an. Da ist noch ein Schatz. Jahre gebraucht. Gedrungene Vase. Ah ja. Tja. Warte mal. Okay. Aus großem Reichtum folgt keine Verantwortung. Aber Zurückhaltung. Tja, Geschmack kann man nicht kaufen. Das ist wohl wahr. So, nö. Was tun wir jetzt? Jetzt, wo wir endlich hier sind? Gehen wir da durch. Aber hier ist gar nichts. Noch nicht zumindest. Da ist ein Entersäbel oder so. Und eine Deckung. Und ganz viel Schrott. Was haben die hier gemacht? Haben die hier eine Barrikade aufgestellt? Scheiße. Sind auf jeden Fall Leichen. Und die wurden ermordet. Kanonen, provisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist hier passiert? Irgendein Kampf. Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Okay, aber ich denke mal, wir sind auf der richtigen Spur. Hier drüben geht's rein, da ist noch so eine uralte Piratenflagge. Mit dem Symbol drauf. Mann, das ist beeindruckend. Gegen was wurde hier gekämpft und verloren? Hier ist ein Hebel zum Aufziehen. Okay. Oder auch nicht. Hilfst du mir mal? Ja. Ja. Ich mache ja schon. Alles leer. War ja klar. War das Rave? Nein.
Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also, Hinweise suchen? Ja, Hinweise suchen. Gut, dann suchen wir mal die Diebe von Libertalia. Aha. Was hier? Dieb. Okay. Es gab also Diebe. Oder einen Dieb. Muss das ganze Zeug hin? Da oben steht auch ganz viel Dieb dran. Das ist nur Dieb. Noch ein Dieb. Die Gründerväter sind Diebe vielleicht. Haben sich die Gründerväter vielleicht einfach alle zusammengetan, damit sie mehr Beute unter sich aufteilen können? Damit die anderen Piraten gar nichts davon abhaben? Piraten halt. Was ist das? Ich hab was gefunden. Was steht denn da? Unglaublich, dass der Brief noch intakt ist. Abschnitt G, Regal B. Inhalt wie beschrieben von R. Taylor. Bild Juwelenbesitzer Dolch. Gründer Al-Basra behauptet, dass dieser Juwelenbesitzer Dolch Großmogul auch an Xep persönlich gehörte. Falls es wahr ist, ist er unermesslich wertvoll. Bild Perlenelefant. Ein grandioses kleines Exemplar bemalt in sattem Indigo mit einem Sattel aus Perlen. Ich bin versucht, es selbst einzustecken. Und die Jadevase. Die Details auf dieser skulptierten Vase sind von allerfeinster Qualität. Die Mogule hatten ein Talent für die Jadebearbeitung. Gründer Al-Basra sagte mir, dass das Reich über ganze Werkstätten verfügt, die sich der Herstellung solcher Gegenstände widmen. Ui, toll. Kommt einfach mal mit rein, ne? Jo. Noch eine Schublade. Was ist das? Noch so ein Ding. Was ist da? Altes Manifest. Viele Schätze. Manifest des guten Schiffes Destiny auf dem Wege nach Libertalia von dem Hafen von Kings Bay. 10.000 Münzen, Silber, Mogul, 93 Troy Gewicht. Jede Menge Anzahl an Münzen, Statuen, Skulptur, Zeug, Speere, Säbel. Nathan, hier drüben. Anderes Zeug. Okay. Also wie so ein Handelsschiff quasi. Nate, fast. Sieh dir das an. Was denn? Dieb? How deep is your da? Love? Libertalia-Geld. Da ist Averys Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau, da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, das, was ich auch gesagt habe. Pirat. Das ist natürlich die Frage, wo sind sie mit diesen Schätzen hingekommen? Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Oh. Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren? New Devon, wir kommen. Okay. Was? Ey. Also, wie kommen wir da hoch? Ja, zu Fuß und so, ne? Gut, dann müssen wir halt nur noch diese Stadt finden, ja?
Also, nur noch. Könnt ihr nicht einfach irgendwo mein Seil hochschmeißen? Nein. Okay. Ich hab ne Idee. Hilfst du mir eben? Wo denn? Okay. Irgendwo da. Okay. Was hast du für eine tolle Idee? Okay, bereit? Ja, nö. Okay, das war Schritt 1. Schritt 2. Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Du klingst überrascht. Sieh es einfach als Kompliment. Na, da kann ich da mal ein Seil ranmachen. Okay, jetzt sieht sie stilvoll aus. Aha. Da nichts wie hoch. So. Da ist das Ding. Ups. Und jetzt. Ich hab keine Ahnung, wohin. Wahrscheinlich irgendwo nach da hinten, oder? Da wollen wir letztendlich halt raus, auf den Turm. Da ist eine Kette, die kann ich ja erklimmen, vielleicht. Oh, gut gemacht, Tarzan. Und hopp. Ja, bei dem Bild sieht es nicht so aus, als hätte man da das Wort Dieb drauf geschrieben bei der Bonnie. Och man, jetzt. Oh. Hätte doch ruhig das Namensschild nehmen können, oder nicht? Kann ich hier nicht? Nee. Ich kann das Namensschild nicht nehmen. Okay. Ja, hätte ja klappen können. So, dann ist jetzt natürlich die Frage. Ach so, jetzt kannst du darüber. Es hat eben nicht so geklappt. Was? Du trittst auf Baldridge. Ja, meinetwegen. Oh, tu ich das? So, jetzt hoch den Turm. Irgendwie. Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Oh ja. Hey, hey, schrei es nicht. Oh. Du Prügelpott. Ich hab's ja gesagt. Da hat eine Treppenstufe geknatscht, oder was? Da konnte ich gerade L3 drücken, da. Kann ich da mein Ding ins Rahmen machen? Nathan, siehst du den Turm? Nee. Klar. Was soll ich daran sehen? Flups. Okay. Und jetzt? Woohoo! Kletter immer hoch. Genau. Hey Sam? Ja? Okay, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Was da? So, ich bin da. Ganz schön aufgeregt. Aber hier ist gar nicht so viel. So, und wo ist jetzt die Ortschaft, die wir suchen? New Devon. Kann man die überhaupt nicht aussehen, wenn es halt heiß ist, auf der anderen Seite der Insel oder so? Warte mal, da oben ist irgendwas. Kann ich helfen? Aber sicher doch. Na los, fertig? Fertig. Mach nicht alles kaputt. Ich sag's nur im Vorfeld. Jo. Na los. Bedarf er noch. Komm schon. Jetzt haben wir vernünftige Aussicht. Und hey, die vergessene Stadt hier brennt noch nicht. Da ist es. Okay. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Ihr müsst mal nur noch irgendwie ganz toll dahin kommen. Okay. Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Oh, ein paar Tage. Ein paar Stunden.
drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Kannst du... Danke. Hallo? Ah. Jo, alles klar. Ja, schöne Scheiße. Wo soll ich denn jetzt lang? Bist du okay?